ESTV, Videos aus der Region. Mein Name ist Ellen Strauss-Wallisch. Ich bin Lehrerin an einer Esslinger Schule, und zwar an der Gemeinschaftsschule Innenstadt in Essling. Ich unterrichte da zwei Fächer, Musik und AES. Und hier bin ich wegen dem Projekt Chaka in Hochdorf. Insgesamt singen in dem Projekt Chaka 6000 Kinder an 20 Schulen, und es werden weitere Schulen dazukommen. Das ist eine Initiative vom Schulamt Nürtingen, vom Chorverband Karl Pfaff und von einigen Musikpädagogen, die sagen, Musik muss ihren Platz an der Grundschule haben, und wir wollen Kinder für das Singen begeistern. Ich habe den Eindruck, die Kinder lieben das Singen und die machen es unfassbar gerne. Wir verbinden das mit ganz viel Rhythmus und Bewegung, und die 20 Minuten, die wir gemeinsam haben, die verstreichen ganz schnell. Und auch wenn ich über den Schulhof in die Schule komme, werde ich schon singend und winkend begrüßt. Von daher gehe ich davon aus, dass die Kinder es einfach sehr, sehr gerne machen. Seit September arbeiten wir an dem Projekt Chaka. Wir haben 5 Jahre auf das Projekt hingearbeitet vom Chorverband, und wir hoffen, dass wir das jetzt nachhaltig initiiert haben und dass es für sehr, sehr viele Jahre dieses Projekt an den Grundschulen geben wird. Ananas, Ananas.